Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier vom Aquarist Aquariums Manager, wie auch immer, Simulator. Wir basteln heute weiter am nächsten Aquarium, nachdem wir das letzte Mal ja hier so erfolgreich unsere Goldfischis gezüchtet haben. In einem schon doch recht ansehnlichen Aquarium geht es jetzt weiter ins Wohnzimmer, denn unser Altvorderer, unser Vater, der hat da einen ganz speziellen Auftrag für uns. Also los geht es. Ich folge mal hier der mir doch sehr vertrauten Umgebung. Okay. Wir folgen mal ins Wohnzimmer. Hallo? Es ist ein bisschen spooky hier, Alden. Wo ist der? Wo ist der Dude? Ist das hier nicht Wohnzimmer? Da steht er. Ja! Oh, Alter, er casht uns erstmal, er gibt uns erstmal richtig die Kohle. Junior Alten, hast du gut gemacht. Beim letzten Mal hast du schon erfolgreich 500 Augen ausgegeben. Hier hast du nochmal 1200. Gönn dir hart, Alten. Gar kein Problem, kriege ich hin. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich als großer Aquaristik- oder Aquariumsfan. Und alle Fische sind... alle Fische sind gestorben. Kurz darauf kamen auch nur Algen. Ja, komisch, Algen. Komplette Verwesung im Aquarium. Was ist denn da los bei dir? Mir geht's nicht gut. Oder hilfst du mir, das wieder in Ordnung zu bringen? Alter, Jung, du siehst aber mal komplett hilflos aus. Was ist mit dir, ey? Ich hätte gern Seefische, vorzugsweise Seepferdchen. Ja, ist klar. Palettendoktorfische... und so Sachen. Und was hält er, will er noch? Hier hast du etwas Geld. Richtig gut. Für die notwendigen Einkäufe. Überraschen, bla bla bla. Und hier dein Geld. Und seh zu, dass es schick wird. Jo, Alja, wen hast du denn da hinter dir versteckt? Wer soll denn das sein? Das ist doch nicht meine Mutter, oder? Ist das meine Mutter oder was? Kannst ja nicht ausdenken. Und er guckt so auch noch so unschuldig. Was ist er denn für ein Lümmel? Nee, doch. So, kommen wir mal wieder zurück zur Thematik. Kaufe und nimm ein Netz und klicke auf die toten Fische. Ja, kriegen wir doch hin. Ist das hier ein Netz? Kaufen. Ah, praktischerweise liegt das jetzt hier so rum. So, dann mal raus da mit den... Alter, ich hab einen toten Fisch. Wie krieg ich den nun weg? Mülleimer? Nicht dein Ernst. Ich schmeiß die alten Fische in den Mülleimer, oder was? Alter, ich werd... ja, schön den ganzen Sermon hier quer durch die Bude schleppen. Tröppel, 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 jeden blöden toten Fisch einzeln durch die Pampas geschleppt hier. So. So. Die Scheiben sind mit Algen bedeckt. Kauf und nimm den Schwamm. Ja, sehr. Zack, zack. Gekauft. Wo ist der Schwamm? Und nun wird er geschrubbt, Algen. Moment, 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 Moment. Bin ich jetzt dahinter? Bin ich jetzt hier, sitze ich jetzt hier im Aquarium oder was? Kuckuck. Wie sie aussehen hier. Alter, tatsächlich von allen Winkeln. Guck mal hier. Und was ist hier mit den Geräten? Ich sehe dann jetzt schon, dass hier die Geräte komplett veralgt sind. Oh, Alter, aber zum Glück muss man hier nicht so ganz hundertprozentig. Sondern ich glaube, so 90% reicht schon. So. Schön sauber gemacht. Ehrenhaft. Was ist hier mit den Geräten? Entferne den schmutzigen Filter und wasch ihn in der Spüle ab. Nicht dein Ernst. Nee.
Alter, ohne Scheiß, das Game. Was ein Game. Auf solche Klöpse musst du erstmal kommen, Alten. Ich sag es, wie es ist. So, wieder platziert. Wahrscheinlich muss ich hier das Gedöns auch noch wegmachen. Next. Ich muss es bewegen, sonst geht das nicht weiter. Von allen Seiten gründlich reinigen. So, dann wieder rein mit dem Gedöns. Kauf und nimm einen Schlauch, Alten. Jawolski. So, klicke, um den Schlauch zu platzieren. Sag mal, müssen wir das Wasser ablassen oder was? Einmal gekauft, jawohl. Müssen wir es jetzt hier so dran tüdeln oder wie? Alter. Rein damit hier schön. Ja, ja, passt schon. Das bisschen Sauerei, ne? Das macht Mutti gleich weg. Ja, nicht schlecht, ne? So ein 100-Liter-Eimer ist schon nicht verkehrt, ey. Zack, zack, zack. Dreimal, viermal gelaufen. Schon ist das ganze Aquarium leer. Gar nicht verkehrt, ey. So, ist da noch was drin? Und jetzt brauche ich wieder die Schaufel. Verdorrig, die habe ich doch noch oben gelassen. So, mal eben ratzfatz alles geholt hier. Die Schaufel, alles rausbuddeln. Jawohl, das ganze dreckige Substrat wird jetzt hier rausgeschifft. Perfekt. So. Einmal alles wie neu. Nimm Erde und Schaufel. Jawohl. Und den letzten Chip. Jawohl. Perfekt. Tja, das haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, abstellen das Gedöns. Zap, 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 zap. Und hier den Eimer auch. Hep. Ah ne, die Erde. Und jetzt brauchen wir den Eimer und machen das ganze Becken erstmal wieder schön voll mit frischem Wasser. Jawollo. Zack und rein damit. Mit einem Eimer, ey. Gucken wir mal, was passt da rein? Was sagt ihr vom Gefühl her? Wie viel Liter gehen da rein in so ein Aquarium der Größe? 300, 400 Liter? Schreib mal unten rein, Alter. Was glaubst du, was da reingeht? Verhältnis hier der Typen? Ich würde sagen, das ist bestimmt ein 300 Liter, also Minimum. Und rein damit. Die nächsten 100 Liter. Zack, und die nächste Füllung. Geht da noch was rein? Gut gemacht für das ganze Aquarium. Okay. Ich würde sagen 400 Liter. Und kipp rein das Ding. Jetzt wird es wild. Kaufe und nimm das Meersalz, um die Art des Aquariumwassers zu verändern. Das ist ja krass. Also, gucken wir mal eben rein. Meersalz, da ist es. Gibt es auch nur die eine Art? Gekauft. Reinkippen, oder? Ich würde sagen, bist du sicher? Ja, ja. Okay, nun wird es wild. Lampen, Heizung ein, Filter ein und so weiter und so weiter. Dann kommen die Fische da rein. Okay, das ist cool. Das ist jetzt quasi die ganze Challenge und Aufgabe. Das ist doch mal nicht schlecht. Fangen wir an mit dem Filter. Aktivieren. Temperatur, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht ganz so warm für die Fische. Machen wir erstmal 10 Grad. Wassertemperatur 18. Doch so kühl. Und jetzt müssen wir mal eben gucken, die Fische, die wir reinsetzen sollen. Das ist ja einmal der Paletten-Doktorfisch und Seepferdchen. Welche Temperatur hätten die denn gerne? 26 bis 28 Grad, also ziemlich genau 26 bis 28 Grad. Und der... Da ist er. 23 bis 26 Grad. Ja, dann sind wir doch bei 26 Grad als einzige Temperatur. Zack. Temperatur 26 Grad. Aktiviert.
So. Wir achten ein bisschen auf die Temperatur. Steigt die jetzt so langsam? Die muss doch, oder? Jawohl, sie steigt. Perfekt. Und wir packen hier erstmal ein wenig Deko rein. Auch bei der Deko gucken wir natürlich, wie die Temperatur am besten ist. Aber ich glaube, mit 26 Grad haben wir es hier. Ja, echt leicht. Wir können tatsächlich alles nehmen. Wow. Okay, das war vielleicht ein bisschen viel geshoppt. Zack, zack. 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 Okay, ich habe schon mal eine Handvoll Pflanzen reingeschmissen. Was brauchen wir noch? Platziere eine Lampe. Zwei Lampen im Aquarium. Platziere den Hintergrund an der Wand. Das machen wir natürlich als erstes. Da ist er, der Hintergrund. Dran geklatscht. Jawohl. Schön, Alten. Perfekt. Alter, sieht das heimelisch aus. Okay, das ist natürlich wild hier. Irgendwelche komischen Anemonen und weiß der Geier was. Krass hier in diesem... Alter. In diesem Salzwasserbecken hier kannst du ja alles reinklatschen. Da müssen wir natürlich jetzt erstmal Gas geben, dass wir hier ordentlich ein bisschen was Dekoratives hier zusammenbauen. Irgendwelche komischen Rüssel und Trompeten und Algen und weiß der Geier, was das hier alles für ein Gedöns ist. Heiligsblechle. Und einen Seestern haben wir hier auch. Wir gönnen uns erstmal hart, Alter. Rinn damit. Und hier so ein Tentakel nehmen wir auch noch mit. Rein da mit der ganzen Deko. Okay, ich würde sagen, das ganze Gemüse habe ich mal auch nicht hier reingeschmissen. Ob das jetzt alles hier so richtig ist, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, wie man das platzieren muss und wie das hier, wie das aussehen soll eigentlich. Ich glaube, das muss ja irgendwie da reingestopft werden, oder? Aber keine Möglichkeit. Also reinschmeißen. Ich würde sagen, das wuchert dann irgendwann schon an der richtigen Stelle. Ah doch, man kann das so drehen. Irgendwann wuchert das schon an der richtigen Stelle fest und dann lebt das da irgendwie. So, guck mal, geht doch. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Beleuchtung hier. Da kannst du nicht ausdenken, ne? Blaue Beleuchtung geht mal ungefähr gar nicht. Ey, wie sieht das denn aus? So, wir machen einfach gelb, so für so ein bisschen einigermaßen natürlichen Look. Perfekt. Was sagt die Wassertemperatur denn inzwischen? Haben wir hier schon Temperatur erreicht? Wir sind bei 26 Grad, genau die richtige Wohlfühltemperatur für unsere Seepferdchen. Das heißt, wir holen jetzt gleich erstmal drei Fischis. Gute Bedingungen für Salzwasserfische. Schaffe gute Bedingungen für Salzwasserfische. Wie denn? Ach so, dafür müssen die Fische erstmal drin sein und sie müssen sich wohlfühlen. So war das. Also Fische kaufen. Fische, Seepferdchen. Was hat er gesagt? Zwei Stück? Also, zwei Stück gekauft, knick, knack und so. Und als nächstes hier auch für die, was war das hier? Die Paletten-Doktorfische. Auch davon, ich glaube, das waren drei Stück. Okay, Seepferdchen waren fünf Stück. Nochmal drei dazu. Zack. Und Paletten-Doktor-Spielchen-Fische waren, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich kaufe einfach mal drei. Zack. Gibi. Da sind sie wieder hier, in ihren Bällchen. Zack, 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 zack. Bestens. So, Glückwunsch. Yo, 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 Daddy. Bravo, Sohn. Wir können stolz auf ein so schönes Aquarium in unserem Wohnzimmer sein, Alden. Zeit für eine Belohnung, für die gute Arbeit. Hier ist dein Geld. Alter, ist aber ein ordentlicher Big Spender. Ja, das weiß ich auch. Hinter ihm an so Sachen. Ne? Wenn er schon nicht, dann hat er zumindest die Kohlen. Ich habe das Gefühl, du wirst bald ein toller Aquarianer sein. Ich habe das Gefühl, dass ich bald ordentlich einen an der Klatsche kriege, wenn ich hier weitermache. Oha! Was passiert jetzt? Hallo! Oh, was für ein schönes Aquarium! Wenn du so talentiert bist, könntest du mir vielleicht mit meinem Aquarium helfen? Meine Katze versucht ständig, meine Fische zu essen. Und die fühlen sich deshalb nicht so gut. Bitte hilf mir. Ich weiß nicht, wie man Fische glücklich macht.
Natürlich bezahle ich dich für deine Hilfe, wenn du mir mit dem Aquarium und wenn du fertig bist und so Sachen, komm zu mir. Ich bring dich zu mir nach Hause. Allen. Und wenn du schon mal hier bist, dann lass doch ein Abo da für den Kanal. Dankeschön. Ja, Alter, was hat sie denn? Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Neues Level, Alter. Aber jetzt mal Moment. Man wird ja jetzt hier gerade durchgeschleust, wie nichts gut ist. Was ist denn hier? Was ist denn mit den Fischen? Ich meine, wir müssen ja mal gucken, dass die Fische hier auch was bekommen. Was ist denn mit mit Fischfutter? Und wir können hier richtig dekorativ noch zugange sein. Und hier mobben können wir auch noch. Ich kaufe mal eben eine Packung Fischfutter und gönne hier mal hart rein. Das andere habe ich oben liegen lassen. Ist das denn? Das war, glaube ich, Fischfutter für alle Arten. Weil ich habe ja noch gar nicht dafür gesorgt, dass die Fische hier in diesem riesen Aquarium auch glücklich sind. So. Wie sehen wir das denn? Wie sieht denn hier so ein Fischpferdchen aus? Ist so ein Fischpferdchen, so ein Seepferdchen. Siehst du, die hätten nämlich gerne noch ein paar andere Dudes. Die Temperatur könnte ein bisschen wärmer sein. So, und was ist bei dem? Bei dem ist nämlich die Temperatur hart am Limit. Siehst du, absolut schlecht zusammengestelltes Aquarium, sag ich dir, wie es ist. Zwei Fischarten, die miteinander kollidieren. Naja, Hauptsache er ist glücklich. Sie ist auch glücklich. Und ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch glücklich wird, Alter. Was ist jetzt hier mit dir? Soll ich jetzt hinterher? Komm zurück zu deiner Freundin, wenn du bereit bist. Ich würde sagen, wir rennen erstmal hin. Muss ich jetzt klicken? Ah, hier. Du bist bereit, mir zu helfen? Ich bin auf jeden Fall richtig bereit. Ab geht es. Im Haus einer Freundin. Willkommen in meinem Haus. Wie ich bereits erwähnt habe, jagt meine Katze meine Fische. Ja, schlecht für die Katze. Und ich denke, sie sind sehr verängstigt deswegen. Kannst du helfen? Ja, klar, Alter. Nicht dein fucking Ernst! Alter, war das laut! Ich wollte gerade die Katze rausschmeißen. Fischies! Oh nein, meine Katze hat das Aquarium auf den Boden geworfen. Schnell! Ich werd weich. Was muss ich denn machen? Füll die Küchenspüle mit Wasser. Küchenspüle! Wasser! Wir brauchen Wasser. Wie denn? Wo ist ein Eimer? Schnell! Wir haben hier einen Notfall. Ich komme hier nicht hoch. Guck mal, ich komme hier nicht hoch. Wo sind die Fischis? Verwende das Netz. Was für ein Netz? Ich habe das Netz nicht dabei. Willst du mich verkohlen? Was für ein Netz? Ich habe doch kein Netz, Alter. Ich habe doch kein Netz dabei. Und ich habe doch keine. Ich kann den Wasserkocher da unten nehmen oder was? Oder einen Mülleimer. Sag mal, gehen die davon aus, dass ich das Netz und alles immer mitschlepp oder was? Jetzt muss ich hier jeden ollen Fisch mit dem Netz da runter schleppen. Wo ist jetzt das? Hier ist das Ding. Ich werd weich. Ich werd weich. Das Game. Das Game macht mich kirre, Alter. Oh nein, der letzte Fisch starb. Ich wollte gerade sagen, ob der letzte dann überhaupt überlebt. Warum werfen wir ihn nicht in die Toilette? Wieso werfen wir ihn nicht deiner Katze vor? Wie bist du denn drauf? Deine Katze will ihn doch fressen. Dann gib doch den ollen Fisch deiner Katze endlich. Ich würde sagen, wir hauen ihn einfach da. Hier, Mietz. Darf ich nicht. Das Game macht mich kirre. Wo ist die olle Katze jetzt? Schmeißen wir das Netz erstmal weg.
um die Hände frei zu haben. So, jetzt müssen wir erstmal das Aquarium hier aufheben. Das ist ja, hier ist ja was los. Wie kriegen wir das denn hier? Wie kriegen wir denn das Aquarium jetzt hier angehoben? So. Gucke mal. Kriegen wir das jetzt hier so hin? Naja, so einigermaßen. Alter, also, da soll mir mal einer eine Katze zeigen, die hier so ein, keine Ahnung, wie viel das wiegt. 400 Liter Ding. Ja. 300 Liter, 300 Kilo Teil Aquarium mal eben umkickt. Kaufe und benutze einen Mob. Alter, jetzt muss ich hier auch noch putzen oder was? Was ist hier mit der Göre? Kann die nicht mal ein bisschen mit anpacken oder was? Kannst du nicht ausdenken. Muss ich hier alles alleine machen? Wo ist der Mob? Mob. Kaufen. Aufheben. Wischen. Alles klar, da ist der neue Job. Drücke J, um das Aufgabenpanel zu schließen. Schütte Erde ins Aquarium. Platziere die Lampe im Aquarium. Und weiß der Geier was, friss das Croissant und den Kaffee. Mmmh, yummy. Und ansonsten, ja, mach das Aquarium wieder ready, wa? Was halt echt ein bisschen wack ist, kann man ja nicht anders sagen, dass man hier tatsächlich alles am besten immer dabei haben sollte, weil damit und wenn, man muss ja irgendwie anscheinend das neu machen und wenn man hat ja gar nicht so viel Slots, Alter, das ist natürlich ein Ding, ne? Tja, das ist natürlich wieder wild. Wir haben eine neue Variante von Erde, das ist natürlich mal ganz schick, das heißt, wir haben jetzt hier für dieses Aquarium einfach, ja, eine etwas andere Art Untergrund, so ganz grob und so, ist ja mal auch was Schickes. Und das Ganze wird ja jetzt hier ein Süßwasser-Aquarium. Und auch da haben wir wieder ein bisschen die Problematik, dass wir hier ganz knapp, passt das noch rein? So, dass es hier ganz knapp wird von der Temperatur. Ja, schmeißen wir mal in die Ecke, das auch, das auch. Und 24 Grad müssen wir hier reinkriegen. Und 24 Grad reicht so gerade eben für die beiden Fischarten. Oh, warte mal, Lampen müssen wir auch noch dran machen. Ein oder zwei? Zwei. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Deko. Hier so ein Holz. Zack, gekauft. Eins Holz. Das ist eins Holz. Das ist aber ein bisschen lütt. Egal, hauen wir hier auch noch mit rein. Jawohl, zählt das? Setz ein paar Pflanzen ein, bla bla bla. Ich glaube, das hat gezählt. Und ich glaube, wir brauchen natürlich auch noch hier Wasser als erstes. Also ich würde sagen, wir füllen mal schön den Eimer und schleppen hier alles wieder ran. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen passenden Hintergrund hier. Dekorativ. Hintergrundbild in, keine Ahnung, in Pink. Das sieht doch schick aus. Jawohl. Klatschen wir hier schön dran. Super schickes Aquarium. So machen wir das. Setz ein paar Wasserpflanzen ein. Klarer Fall. Süßwasser hier gekauft. Da ist das Ding. Rein damit. Perfekt. Was brauchen wir noch? Setz ein paar Steine ein. Klar doch. Steine hier. Nehmen wir mal einen großen. Gekauft. Jawohl. Hör mal, ein solider Stein, ey. Und den klatschen wir hier auch noch schön hinten rein. Perfekt, auf die Wasserpflanzen, passt schon. Oh Moment, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist hier nicht richtig. Was ist denn hier mit dem Zäpfchen? Zack. Wassertemperatur 18 Grad. Was sagen die Pflanzen? Wo ist denn hier das Warnzeichen? Irgendwer hat hier Probleme. Machen wir mal ein bisschen Platz. Oho, Temperatur zu niedrig. Wir brauchen auch 24 Grad, hatten wir ja festgestellt. Also, Temperatur auf 24 Grad. Anmachen, ab dafür. Wasserpumpe anmachen. Läuft. Brauchen wir noch was? Ja, Temperatur steigt ja jetzt so langsam. Und dann müssen wir jetzt gucken, dass die Goldfische und die Seeteufel, naja, vielleicht nicht so ganz, aber dass die glücklich werden. 23 Grad. Und 24 Grad. So, alle wieder glücklich? Ich glaube schon.
Kescher schnappen, Fische reinballern, fertig. Ach was, jetzt müssen wir einen noch nachkaufen oder was? Das ist schon ein Ding. Nehmen wir mal einen kleinen, ne? Plunsch. Fertig. Oh, mein Aquarium sieht wunderschön aus. Vielen Dank. Du bist wunderbar. Du verdienst eine angemessene Belohnung. Hier ist all mein Geld, was ich habe. Nur die olle Göre, die ist aber schon hart nervig, ja? Du bist wirklich ein toller Aquarianer und ein toller Freund. Ah, Ehre. Dankeschön. Ich bin so glücklich. Dein Vater wartet unten auf dich. Oha, was habe ich nun gemacht? Er hat eine besondere Überraschung für dich. Geh und rede mit ihm. Nochmals vielen Dank. Und wir haben sogar schon Level 4 erreicht. Alter, du kannst es dir nicht ausdenken. Es wird immer wilder. Was ich jetzt allerdings mache, ist, ich grabbe mir alles, was ich kriegen kann. Alles mitnehmen. So ein Eimer, die Schaufel, den Dreck. Alles mitnehmen. Das Croissant. Und, keine Ahnung, noch ein Eimer. Tschüssing! Achso, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Wir sehen uns dann im nächsten Teil des überaus spannenden Aquarium, Aquarist Games. Rinjahauen, ihr Kaulquappen.